Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind zurück aus der Osterpause. Ja, und fangen wie gewohnt in aller Frische an. Und zwar wie immer montags mit einer freien Themennacht. Wir sind übrigens 6 Minuten hier unter uns und dann kommt das Fernsehen und dann begrüße ich die Fernsehzuschauer auch nochmal. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50 und die E-Mail-Adresse lautet 1live.domian@wdr.de. Freitemennacht, wie gesagt, also wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann nur zu, ruft an 0800 220 50 50. Erste Anruferin Nina, 24 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Ja, hallo Nina, schön, dass du da bist. Ja, ich bin super nervös. Ach Mann, das kriegen wir schon hin. Um was geht's denn? Ja, also ich habe das Problem, dass ich halt denke, mich könnte keiner leiden. Ich lerne irgendwelche Leute kennen jetzt und also man so von ihren Mimik und weiß ich nicht, da denke ich, die können mich schon nicht leiden. Warum? Ich weiß nicht, also die werfen sich dann gegenseitig komische Blicke zu und manchmal kriege ich dann von Dritten, dass sie halt ziemlich schlecht über mich geredet haben, schon wenn die mich das erste Mal gesehen haben, ach, die finde ich scheiße. Und hast du dieses Gefühl, diese Eindrücke schon immer oder seit Neuem erst? Also bestimmt schon 10 Jahre. 10 Jahre, also seit der Pubertät irgendwie. Bist du denn mit deinem Äußerlichen unzufrieden, mit deinem Äußeren? Ja, das kann man so sagen, ja. Also inwiefern? Sehr unzufrieden. Ja, halt wie alle Frauen sind, die mögen ihr Gewicht nicht, ne? Überall hat man Probleme. So, jetzt komm, Butter bei die Fische. Wie dick bist du? Wie viel wiegst du? Ich bin nicht dick, ich wiege, weiß ich nicht, 70 bei 1,82 Meter. 70 bei 1,82 Meter? Also eigentlich relativ normal. Das ist doch normal. Ja, aber trotzdem die kleinen Fettpölsterchen. Ich hatte jetzt so 170 vermutet oder so. Nee. Ach, und das Gesicht ist so normal, würdest du auch sagen? Normal, auch normal, ja. Haare auch normal. Ja, gut. Zähne, Haare damit. Alles auch. Ja, man muss ja mal alles abfragen, um sich eine Vorstellung zu machen. Aber woher kommt das? Das hat eine Ursache. Wenn man immer den Eindruck hat, die anderen finden einen blöd oder machen sich über einen lustig, hat man eine konkrete Vorstellung, warum das so ist. Die musst du auch haben. Ich weiß, also ich finde, ich bin ein ziemlich krasser Mensch. Also ich bin sehr schwierig, launisch. Aber das sieht man dir doch nicht an. Nee. Eben. Nee. Aber es ging auch ja jetzt so. Wenn ich jetzt in einem völlig neuen Bekanntenkreis sitze, dann, und ich sage kein Wort, trotzdem sagen sie dann, ach, die kann ich nicht leiden, die ist doof. Ach, das glaube ich nicht. Bei meinem Ex-Freund die Clique, die auch wenn du, mussten mich halt akzeptieren, ne? Wollten es aber eigentlich nicht. Ja, aber wirklich, wenn du auch gar kein Wort sagst, dann sagen die, die ist doof? Ja. Also nicht alle ein paar. Nicht alle. Aber woran liegt das denn? Ich weiß es echt nicht. Vielleicht passt denen mein Äußeres nicht, obwohl ich da aber was ist denn, eigentlich aussehe. Genau, das ist ja der Punkt. Wenn du schon vermutest, es liegt am Äußeren, müsstest du doch auch vermuten, was es dann am Äußeren ist. Du hast dich ja ganz normal beschrieben. Ich vielleicht meine Brille. Vielleicht ist es die Brille. Ich weiß es nicht. Also so schlimm kann die Brille ja auch nicht aussehen. Nee, eigentlich nicht. Ne? Die kann ja auch ganz schön sexy aussehen. Ja, kann. Gibt es denn auch ein paar Menschen um dich herum, die dich gut finden? Ja, mein Freund. Ach, du hast also einen Freund. Der findet mich gut, klar. Meine Schwester, ja gut, mit der habe ich auch einen Zoff und die findet mich auch ziemlich schwierig, aber ja. Doch, im Grunde genommen kann sie mich leiden. Ja. Aber ist das denn wirklich ein sehr belastendes Problem für dich? Oder ist das ja, irgendwie? Ja, auf jeden Fall, weil ich habe dann halt auch nicht so die großartige Lust, neue Menschen kennenzulernen. Ich gehe auch gerne irgendwo in große Diskos, wo viele Leute rumlaufen oder in Kneipen. Weißt du, worüber ich die ganze Zeit nachdenke, im Hinterkopf ist das wirklich so oder bildet die Nina sich das ein? Passiert das im Kopf von Nina? Es kann sein, dass ich mir das einbilde. Ich weiß es aber nicht genau. Mhm. Also mir scheint das fast so, so wie du dich jetzt beschrieben hast, wirkst du völlig normal. Da denken Leute nicht im ersten Moment, ach, die ist aber blöd. Auch wenn du einen Mund auftust, denkt man nicht, du bist blöd. Das heißt, ich rede jetzt schon eine ganze Weile mit dir. Ja. Du bist eine ganz normale, nette Gesprächspartnerin. Also keinesfalls irgendwie unsympathisch oder irgendwie zickig oder sowas. Also würde man das da auch nicht denken, wenn man dich mal kurz irgendwie an der Theke kennenlernt. Ja.
Ich weiß echt nicht, woran es liegt, weil ich mag halt so nicht mehr unter Leute gehen. Wenn mein Freund irgendwie neue Leute kennenlernt, da will ich dann auch nicht unbedingt mit hingehen, besonders wenn es dann Frauen sind. Also mit Frauen kann ich irgendwie gar nicht, weil da denke ich sofort, die zicken mich an. Und wenn mehrere Frauen dann dabei sind, dann ist das fast unerträglich. Wenn das 10 Jahre... Wegen meinen Komplexen. Ja, aber was sind das genau für Komplexe? Also ich vergleiche mich immer mit anderen Frauen. Und wenn ich dann sehe, die haben lange blonde Haare oder braune Haare und die haben eine super Figur, halt besser als ich. Und was für ein Blödsinn. Wenn man das macht, sieht man natürlich immer schlecht aus, ne? Weil es immer Leute gibt, die besser aussehen als man selbst. Ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man mit so einer schlichten Erkenntnis dir da helfen kann. Vielleicht liegt da ja wirklich irgendwas Tieferes hinter. Wenn du sagst, das hat also so ein psychisches Problem. Vielleicht, ja, vielleicht. Deswegen, das bin ich außerstande jetzt zu erörtern oder zu erkennen, Nina. Ich würde gerne, dass du mit Elke, meiner Psychologin, noch ein bisschen redest. Ach ja. Ist das okay? Ja, das ist okay. Vielleicht hat sie eine Idee oder kann da irgendwie was Tieferes sehen. Und ansonsten so von meiner, so von meinem erstmal so mehr oder weniger gesunden Menschenverstand herausgesehen, immer drauf zugehen. Sich nicht zu sehr einlullen lassen von der eigenen Angst, sondern offensiv sein. Ich glaube, das ist immer die beste Methode. Ja, das müsste ich dann lernen. Ja, das musst du lernen. Ja. Du legst auf, Elke ruft dich an. Ja. Und ich wünsche alles Gute und toi, toi, toi. Ja, danke schön. Tschüss, Nina. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt läuft im Fernsehen der Vorspann. Das kann sich jetzt nur um Sekunden handeln und dann werde ich die Fernsehnation begrüßen und dann kann es hier richtig losgehen. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt. So, jetzt geht's los. Ja, meine lieben Fernsehzuschauer draußen im Lande, ich begrüße euch herzlich. Willkommen. Wir sind wieder da und ich freue mich, dass ihr auch eingeschaltet habt. Wir sind wieder da nach unserer kurzen Osterpause und wie immer montags mit einer freien Themennacht. Und das heißt ja, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft ganz einfach an unter dieser kostenfreien Telefonnummer hier 0800 220 50 50 oder ihr könnt auch mailen, e-mailen unter 1live.domian@wdr.de. So, und jetzt begrüße ich ganz herzlich den Christian. Und Christian ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Christian. Um was geht's? Ja, erstmal ein ganz, ganz dickes Lob an deine Sendung. Oh, das ist nett von dir. Wunderbar, mach bloß weiter so. Das fängt gut an. Ja, und zu deiner Vorgängerin Nina möchte ich sagen. Ja, wir haben hier im Radio schon angefangen, muss ich den Fernsehzuschauern sagen. Ja. Und wir hatten gerade eine Anruferin schon. Ich habe das ja schon mitgekriegt. Mhm. Und was die Nina so erzählt hat, kommt mir ziemlich nahe. Und Kopf hoch, Nina, möchte ich da einfach nur sagen. Das ist auch nett von dir. Ja. So, jetzt zu dir. Zu mir, ja, Domian. Wie gesagt, ich bin 20. Ja. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Hammer. Na? Ich habe Geld gewonnen. Du hast Geld gewonnen? Ich habe Geld gewonnen. Ah, wie spannend. Ja, wie spannend. Jetzt denke ich natürlich gleich, wie viel mag er gewonnen haben. Sag's noch nicht. Wir wollen uns rantasten. Wo hast du Geld gewonnen? Das ist so eine ganz normale Lotterie halt. Das ist jetzt nicht original Lotto. Es sind halt diese, kennst du vielleicht, liegt bei dir im Briefkasten noch immer diese Werbung-Dings da von Faber und wie sich die alle nennen. Ja, genau. Ja, kenne ich. Mhm. Und das ist so eine Firma. Gökele nennt sich die. Ja. Und da habe ich mitgemacht. Da hast du mitgemacht. Zum ersten Mal mitgemacht? Zum oder? Zum ersten Mal, zum allerersten Mal mitgemacht? Zum ersten Mal, ja. Und dann gleich schon was gewonnen. Und ich habe gleich was gewonnen. Sag noch nicht, wie viel. Wir wollen... Ich brenne mir auf der Seele, aber ich bin ruhig. Okay. Wir wollen es langsam antasten. Ja, ja. Wann hast du es erfahren? Das war am Donnerstag, habe ich das. Am Donnerstag. Wie hast du es erfahren? Per Brief. Per Brief? Ja. Mhm. Und als du den Brief aufgemacht hast und dann die Summe, über die wir jetzt noch nicht sprechen wollen, als du die gelesen hast... Was hast du in der ersten Sekunde gedacht und was hast du getan? Puh, was habe ich gedacht? In meinem Kopf war auf einmal, hat es einmal bumm gemacht. Ja. Also erstmal habe ich gar nichts gedacht. Erstmal dachte ich, weil der Brief sah auch schon ein bisschen aus wie diese Werbedings an sich immer und so. Ja. Und ich dachte erstmal gar nichts. Ich musste mir das dann auch erst zweimal, dreimal durchlesen. Ja. Und ab da dachte ich gar nichts mehr. Und seit Donnerstag ist mein Leben irgendwie nur noch wie in so einem Film irgendwie, wow, aufgrund dieser immensen Summe. Wow! Das ist halt Wahnsinn. Wir müssen es jetzt gleich lüften. Aber du musst vorher noch sagen, wie hoch der Einsatz war, wie viel du gespielt hast. Das ist 25 Euro habe ich bezahlt. 25 Euro. 25 Euro, ja. So. Jetzt sind wir, glaube ich, alle gewappnet genug, um zu erfahren, wie viel Christian, 20 Jahre alt, mit 25 Euro Einsatz
letzten Donnerstag gewonnen. Das möge man sich auch nochmal vor Augen halten. Ich bin 20 Jahre und ich habe gewonnen, Achtung, 1,3 Millionen Euro. Nein. Das ist der Wahnsinn, oder? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. 1,3 Millionen Euro. 1,3 Millionen Euro. Wir sagen es nochmal in der schönen alten D-Mark. 2,6 Millionen Mark. Junge, das ist ja der absolute Hammer. Ey, das ist der absolute Oberhammer. Ich erinnere mich, dass du dich mit diesem Thema hier bei mir meldest. Hast du nicht Angst, dass man dich erkennt und dass dich Leute anlabern und dass das dann publik wird? Ja... Irgendwie schon, aber ich denke mal, da werde ich dann schon die passenden Worte finden. Also warum hast du hier angerufen? Das ist einfach einmal, weil ich deine Sendung und dich sehr gerne mag und ich möchte mich einfach darüber unterhalten, weil ich mit so vielen Leuten kann ich mich darüber nicht unterhalten, weil allzu viele bekannte Freunde habe ich nicht. Und also wie viele Leute wissen das jetzt? Bis jetzt wissen da nur meine Großeltern von. Nur die Großeltern? Mhm, aber die glauben das auch nicht so richtig. Oder die glauben das gar nicht, weil wir machen immer so ein bisschen Spaß, ne? Ja. Und dann habe ich denen erzählt, ja, auch mein Opa, ich habe 1,3 Millionen Euro gewonnen. Ja. Und du bist aber sicher, dass das wirklich stimmt, dass das nicht irgendwie manchmal bekommen. Ja, nee, das ist alles absolut, das ist alles staatlich und das hast du denn mit denen nochmal telefoniert oder irgendwie? Ja, da stand eine Telefonnummer drunter und ich habe da auch angerufen, ne? Von wegen, hören Sie mal, was soll das hier? Wie fangen Sie eigentlich Ihre Kunden, habe ich gesagt, ne? Ja, manchmal bekommen wir auch so Werbematerial. Sie haben gewonnen, aber dann stehen da noch 1000 Sachen drunter. Man würde eventuell gewinnen, wenn, ne? Kommt dann raus hinterher. Ja. Aber bei dir ist es definitiv. Bei mir ist das definitiv. Und die Großeltern sind immer noch skeptisch. Die glauben das nicht, weil wir machen ab und zu, auch vorher haben wir immer Späßchen gemacht. Ne? Und ich habe denen das erzählt und aufgrund dieser Freude, dieses Geld gewonnen zu haben, musste ich schon grinsen. Ne? Und deswegen sind die halt skeptisch. Aber ich denke mal, wenn ich denen irgendwie einen Kontoauszug oder so, ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird bei so einer großen Summe, aber wenn ich denen das vorlege, dann müssen sie mir das voll glauben. Ne? Ach gut, eine gute Frage. Kriegt man das ganz normal auf der Girokonto dann überwiesen oder kommt da der Mann mit dem Koffer oder wie geht das? Ich habe mich da noch gar nicht weiter erkundigt. Aber du hast mit denen telefoniert. Die müssen dir dann erklärt haben, wie es jetzt weitergeht. Ich hab da nur angerufen und habe gesagt, ja, ich habe hier diese Post bekommen und so weiter und so fort. Und die meinten, ja, das stimmt, sie haben gewonnen und so weiter. Und zu mehr war ich dann auch gar nicht imstande. Kann ich gut verstehen, dass man dann wiederum nochmal so baff ist und gar nicht die ganz konkreten Fragen stellt. Ja, wie geht's denn nun weiter? Wann kriege ich es denn? Wie kriege ich es? In welchen Scheinen kriege ich es? Und so weiter. Mein Kopf war dann auch schon wieder voll mit Sachen. Boah, was machst du jetzt mit dem Geld? Ja. Dieser Schlag von einer Sekunde auf die andere ist dein ganzes Leben. Das ganze Leben krempelt sich um irgendwie. Ne? Kommst du aus was für einer Familie kommst du? Eher ärmere Leute oder Mittelschicht so? Ja, meine Mutter und ihr Ehemann, die haben schon ein großes Haus und so, ne? Mhm. Ich bin also schon gute Mittelschicht, bin ich schon gewohnt. Aber der hast es auch noch nicht erzählt, deine Mutter? Nein, der habe ich auch noch nicht. Ist das Verhältnis nicht so gut mit der Mutter, eher besser mit den Großeltern? Mit den Großeltern, das ist ziemlich bombastisch, das Verhältnis. Ja. So, jetzt hast du Zeit gehabt, seit Donnerstag, wenn auch das so ein bisschen Science-Fiction-mäßig anmutet. Was sind das für Pläne, die du jetzt erstmal so gemacht hast? Ey, das sind ganz, ganz banale Sachen, ne? So Autoführerschein und Führerschein hast du noch nicht? Nee, habe ich noch nicht. Ich bin 20 und habe ich noch nicht. Und ein Fahrrad kaufen, das sind ganz banale, ganz banale Dinge. Was machst du denn im Leben aber überhaupt im Moment? Bist du noch Schüler? Ja, pass auf, das ist ja auch noch der Witz. Ich bin arbeitslos und arbeite in einem Supermarkt und habe bis vor kurzem habe ich ungefähr so 100 Euro im Monat zur Verfügung gehabt. 100 Euro und jetzt bin ich reich. Aber kann ich mir auch vorstellen, dass das schwer ist. Was macht man jetzt mit so viel Geld? Ja. Das muss man ja nur vernünftig irgendwie anlegen, damit das nicht verpulvert wird. Ne? Genau, diese ganzen Sachen so mit Vermögensberater und so, solche Leute muss ich halt einschalten, die mir da weiterhelfen. Ja, aber da müsste doch eigentlich jetzt auch die Lotterie dir da irgendwelche Kontakte knüpfen, dass du ordentliche Berater bekommst. Mhm. Oder du gehst ganz einfach mal zu verschiedenen Banken und lässt dich von verschiedenen Banken beraten. Mhm. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie man sowas macht, aber... Ich habe mich damit auch noch gar nicht beschäftigt. Ich bin seit Donnerstag, wie gesagt, nur irgendwie, ich laufe durch die Welt und freue mich drauf. Aber eine ganz entscheidende Frage ist ja, wann komme ich ran an die Kohle? Ja, ich denke mal, also die haben mich kurz ein bisschen so aufgeklärt, das wird so drei, vier Wochen dauern ungefähr. Ja, ne? Ja. Ich habe schon bei der Bank nachgefragt, ich habe denen das erzählt, ich habe gewonnen Geld und ob sie mir nicht einen Kredit geben könnten schon mal so, ne? Mhm. Weil ich möchte jetzt schon ein bisschen feiern und so, ne? Und dann meinten sie, nee, das könnten sie nicht machen und so. Echt nicht? Nee, das könnten sie nicht machen, ja, wenn ich eine Bestätigung hätte und so. Aber die hast du doch.
Ja. Aber ja, du kannst die paar Wochen auch noch warten. Die 3-4 Wochen, die werde ich noch warten, ja. Also, Autoführerschein, hast du gesagt, ist so eine Überlegung, ein Fahrrad kaufen. Mhm. Hast du eine eigene Wohnung? Ich wohne in einer AWG, wohne ich, ja. Ah ja, ist das auch eine Überlegung, jetzt vielleicht irgendwie eine tolle Wohnung zu mieten? Ja, das wollte ich gerade schon erzählen. Und zwar, ich bin in Ostfriesland geboren. Wie schön. Und schon lange bevor ich diesen Geldgewinn hatte, war das mein Traum, immer an der Küste zu wohnen. Ne? Ja, und zwar direkt an der Küste. Und ich denke mal, dass ich mir das leisten kann. Na, vielleicht sogar ein kleines, schönes Häuschen. Vielleicht sogar das, ja. Hast du eine Freundin? Ich habe eine Freundin, ja. Und der hast du es auch noch nicht erzählt? Der habe ich das noch nicht erzählt, nee. Und boah, wie hält man das denn aus? Und aus dem Grund, ich möchte dir das ganz besonders klar machen, dass ich da gewonnen habe. Spätestens jetzt, vielleicht wird sie es wissen, ne? Wenn die muss morgen zur Schule. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch wach ist. Und den allerbesten Freund, gibt's den auch in deinem Leben? Ehrlich gesagt, nee. Den gibt's nicht? Nee. Ja. Also Christian, das ist eine tolle Sache. Da wünsche ich dir wirkliches Glück. Und wünsche dir vor allen Dingen auch, dass du da ein paar gute Berater an die Backe kriegst. Ja, diese ganzen Berater ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, ich bin 20, ne, und jetzt in so einem Alter, wo man sich irgendwie entwickelt und so. Ja. Und da habe ich jetzt so ein bisschen die Angst, dass ich durch das ganze Geld, dass ich mich da ziemlich weit von mir selbst entferne. Ja, das ist auch eine sehr, sehr schlaue Überlegung. Das kann natürlich auch passieren. Aber ich bin so ein bisschen optimistisch. Wenn du das jetzt schon so theoretisch sagst, glaube ich, dass du doch intelligent genug bist und auch reif genug schon bist, dass das zu verhindern ist. Ich will es hoffen, ich werde mein Bestes dafür tun. Ja, also nochmal meinen herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Und geh besonnen damit um. Mhm. Verpasst nicht alles, aber das Häuschen am Meer ist schon okay, das ist schon eine Wertanlage. Ja. Und ist eine schöne Sache. Ja. Und genieß das mit deiner Liebsten, vielleicht ein ganz tolles Essen mit Champagner und den allerfeinsten Sachen. Ja, ja. Irgend sowas. So ungefähr wollte ich ihr das dann auch sagen. Ja. Ich wollte, wenn das alles geht, mit einer Limousine oder so abholen. Ne? So, genau. So bombastisch sich das jetzt anhört, aber ich könnte das theoretisch machen. Ne? Und hüte dich vor falschen Freunden. Ja, ich glaube, wenn das durchsickert, hast du plötzlich ganz viele tolle Leute um dich herum, die dich super nett finden. Mhm. Und die nur auf gewisse Sachen aus sind. Ja. Ne? Mhm. Christian, toi toi toi, alles Gute. Ja, nochmal echt alles Gute für deine Sendung. Dankeschön. Und wäre schön, wenn du nochmal so eine 4-Stunden-Nacht machen könntest. Ja, mal gucken, war ja ein bisschen anstrengend, aber mal sehen, vielleicht machen wir das. Ja, das wäre schön. Aber es gibt ja auch eine Neuigkeit, wir werden ab nächste Woche Donnerstag, darüber freue ich mich sehr, schon immer um 11:45 auf dem Sender sein. Ach. Und dann auch länger senden, von 11:45 bis 1 Uhr nachts, immer donnerstags. Ab nächste Woche Donnerstag, ab 8. Mai. Aha, okay. Als Info schon mal. Mhm. Christian, alles Gute. Ja, darf ich noch ganz schnell jemanden grüßen? Bitte. Annika, ich liebe dich. Ja, aber sie hat doch gar nicht zugehört. Du hast es aufgenommen. Ich nehme das auf, ja. Und dann kannst du es hier irgendwann bei dem besonderen Tag dann auch präsentieren. Aber sie weiß es sowieso. Meinst du? Nee, sie weiß das sowieso, dass ich sie liebe. Ach so, dass du sie liebst. Verstehe. Ja, ja. Alles Gute, Christian. Okay. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050, die Faxnummer 0800 220 5051, beides kostenfreie Nummern und die E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Björn ist da und Björn ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Wie viele Millionen hast du? Ein super Lob an deine Sendung. Dankeschön. Wie viele Millionen hast du gewonnen? Ich habe leider keine Million gewonnen. Ich habe leider ziemlich viel verloren, sagen wir es mal so. Was ist geschehen, Björn? Ja, ich habe diese gewisse Spielsucht. Also ich ich arbeite als Kellner halt vom Beruf her und verdiene dort mein Geld und gehe halt in Spielhallen und verspiele dort mein Geld und habe einmal was gewonnen und hinterher habe ich dann was verloren und seitdem ich halt, wie gesagt, einmal was gewonnen habe, habe ich halt diesen gewissen Kick, so wie man so schön sagt, um mal mehr reinzuschmeißen und halt verliere ich dadurch halt auch immer mehr. Ne? Oh, war ja. Und der Verdienst eines Kellners ist ja nur auch nicht so dolle. Nee, nicht wirklich. Also ich meine, ich leihe mir halt auch schon was von Freunden. Also bei dem einen habe ich halt 100 Euro Schulden, bei dem anderen halt 300 Euro. Also wie hoch sind die Schulden denn insgesamt im Moment schon? Also im Moment Schulden, bei Freunden habe ich 450 Euro und auf dem Konto habe ich mir auch einen Kredit aufgenommen von auch knapp 500 Euro. Ja, ist schon eine ganze Menge. Ja, richtig. Also ich habe halt einmal, bin ich halt reingegangen, habe halt einmal irgendwie halt einen großen Gewinn gehabt, halt Sonderspiele ohne Ende, einen riesengroßen Gewinn. Wie hoch war der Gewinn?
Also ich habe jetzt, ich glaube, 2 Euro reingeschmissen, hatte dann 50 Sonderspiele, ja, hatte dann irgendwas mit 100 Euro rausgeholt. So blöd, wie ich natürlich auch war. Ich meine, gut und schön, kann man jetzt denken, wie man will. Habe dann halt das Geld auch wieder reingeschmissen, ja, und habe dann halt wieder alles verloren. Ja, das ist natürlich dann verlockend. Ne? Wenn man schlau wäre, hätte man die 100 Euro genommen und nie wieder reingegangen. Ne? Ja, wie lange machst du das jetzt schon? Ist das noch relativ frisch? Also ich meine, ich bin jetzt 19 und mache es halt, seitdem ich 18 bin, seitdem ich halt in Spielhallen rein darf. Ne? Also noch nicht so sehr lange. Nee, nicht wirklich. Das ist ja eigentlich ganz gut. Das, ja, heißt, wenn man jetzt die Notbremse zieht, ist das noch nicht so hochdramatisch. Ja, das sagst du ja auch so leicht. Also ich meine, ich habe halt eher Jugendliche halt noch als Freunde. Ich meine, ich habe halt einen Erwachsenen, der hat halt auch gesagt, pass auf, du gerätst dann noch ziemlich in die Miesen und sei lieber vorsichtig. Aber, ja, ich meine, das ist schwer, von da wieder runterzukommen. Ja. Also ich war selbst heute auch schon wieder und habe halt wieder, ja, wie sieht das denn aus? 50 Euro verspielt. 50 Euro schon wieder. Ja. Darf ich mal fragen, da kann man ja drüber reden, wie hoch der Verdienst ist im Monat? Also ich meine, ich verdiene jetzt circa 450 Euro, also 400 Euro, 450 Euro. Ja, das ist ja wirklich nicht viel Geld. Nee, nicht wirklich. Also, nee, ich meine, ich habe eine eigene Wohnung, ne? Ich habe Handy, davon muss ich halt Handy bezahlen. Und du musst die Wohnung davon bezahlen, Handy bezahlen und alles, was man halt so bezahlen muss. So, ja, da ist eigentlich nicht Kohle da für solche Spielereien. Richtig. Hängst du jeden Tag in der Spielerei? Jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag. Hast du eine Freundin? Ja. Und die weiß es aber nicht. Die weiß es nicht? Nein, ich verheimliche es ihr, weil ich habe Angst, sie dadurch zu verlieren. Mhm. Aber die kriegt das doch mit, fragt die nicht, wo du dann bist? Also ich meine, wie auch bei dem Vorgänger, der vorhin angerufen hat, sie hat halt morgen Schule. Und dadurch will ich mal hoffen, dass sie halt irgendwie im Bett ist und es halt nicht mitkriegt. Na gut, aber sie kriegt das ja mit, wenn du immer jeden zweiten Tag nicht das zu Hause richtig, bist. Das ist richtig. Ich meine, ich sage halt immer zu ihr, ja, ich habe keine Zeit, ich habe halt wichtige Termine, dies und jenes. Ich meine, ich bin jetzt kurz vorm Umzug und dadurch kommen halt auch noch einige Unkosten durch mich. Aber, ja, selbst sowas, also das bringt mich nicht aus der Fassung. Ich gehe trotzdem, obwohl ich einen Umzug vor mir habe, der Unkosten hat, gehe ich trotzdem in die Spielhalle und verspiele mein Geld. Ja. Ist das eine tolle Liebesbeziehung mit deiner Freundin? Also ich meine, so es ist eine super Beziehung. Also wir kommen super klar. Ja, wir haben halt schon, also ich meine, mit 19, das klingt es vielleicht auch lächerlich, vielleicht auch nicht, haben wir halt schon Pläne, dass wir irgendwann mal heiraten wollen, halt, ja, irgendwann ein Haus kaufen wollen und so. Klingt überhaupt nicht lächerlich. Wie lange seid ihr denn zusammen schon? Wir sind jetzt seit knapp 3 Jahren zusammen. Schon seit 3 Jahren? Ja. Also fast eine Jugendliebe, ne? Kann richtig, man sagen. Richtig, ja. Und du riskierst ja, Björn, dass du eventuell sogar diese Freundin, deine tolle Freundin, mit der du große Pläne machst, verlierst, ne? Richtig. Und das ist, ja, halt irgendwann Angst, mit der kann man das jeden, ja, Tag rumläuft. Bitte? Das ist halt ziemlich viel Angst, mit der man jeden Tag rumläuft. Ja, ja. Halt auch, ne? Ja, das finde ich, kann ich mir vorstellen. Denn irgendwie kriegt sie es vielleicht doch raus oder irgendwann wird sie misstrauisch und die kriegt mit, dass du sie belügst. Das ist schon mal sehr schlimm. Und wenn sie dann die ganze Wahrheit weiß oder von irgendjemandem erfahren würde. Ich weiß, was ich finde, dass der allererste Schritt für deine Hilfe und Selbsthilfe wäre eine Offenbarung deiner Freundin gegenüber. Das sagst du so leicht. Ja, das sage ich so leicht. Und ich bin auch fast hundertprozentig überzeugt, Björn. Wenn du ihr das so erklärend erzählst, wie du es mir gerade erzählt hast, dass sie nicht sagen wird, Björn, ich mach Schluss, ich finde dich super scheiße, das war's. Ja, normalerweise, jetzt, wenn man Menschen liebt, dann hilft man den Menschen auch. Ne? So, genau. Und dann hast du schon mal, das ist ja in Form von Outing, was du da gemacht hast. Dann hast du noch jemanden, der dich auch beobachtet und der dir vielleicht auch wirklich helfen kann oder von dem auch ein gewisser Druck ausgeübt wird, nämlich durch ihre Erwartungshaltung, dass du dich zurücknimmst. Also ich finde, das wäre schon mal der allererste, es weiß ja wahrscheinlich sonst überhaupt niemand, ne, in deinem Umfeld. Ja, außer halt die Freunde, bei denen ich mir halt das Geld leihe. Also ein guter Freund, den kenne ich halt seit 12 Jahren, der weiß es halt schon. Ne? Ach so, den sagst du auch, das ist zum Spielen. Richtig. Ah, ja. Und er meint, also er leiht mir halt auch schon kein Geld mehr, ne? Also um halt von diesen Schulden halt erstmal runterzukommen. Ne? Ja, die haben ja auch zu dir gesagt, dass es jetzt noch früh ist, ne, was ich vorhin auch gesagt habe. Richtig. Ja. Gut, aber das sind ja halt weiter entferntere Leute als deine Freundin. Ich sag nochmal, ich finde, du solltest der Freundin das erklären und sagen. Das ist schon mal ein erster Schritt. Dann dir gute Vorsätze machen und versuchen, es zumindest zu reduzieren. Das ist alles schwer, ich weiß, aber da ist dann vielleicht, wenn du es eine Woche geschafft hast, ist schon ein kleiner Triumph und ein kleiner Sieg. Und wenn du es 2 Wochen schaffst und so weiter. Ja, klar, es ist halt nur ziemlich schwer. Ne? Da müssen wir gleich drüber reden, das ist schwer. Aber du willst ja davon wegkommen. Ja. Und leicht ist es nicht. Und ich finde, bevor du jetzt irgendwelche psychologische Hilfe suchst oder so, solltest du dich erstmal selbst auf den Hintern setzen und selbst mit viel Disziplin versuchen, dagegen anzugehen. Nämlich indem du diese millimeterweise Vorgehensweise suchst.
Wenn das auch nicht funktioniert, dann würde ich dir raten, dass du zu den anonymen Spielsüchtigen gehst. Mhm. Kennst du das? Schon mal von gehört? Nee, nicht wirklich. Habe ich noch nicht von gehört. Ja, es gibt anonyme Alkoholiker. Mhm. Da treffen sich Leute anonym, deswegen heißt das auch so, die Alkoholiker sind, die alle das gleiche Problem haben. Und so gibt es das auch bei den Spielsüchtigen. Ist im Prinzip immer ist eine Selbsthilfegruppe, immer im Prinzip eine gute Anlaufstelle für Leute, die derlei Probleme haben. Ja, aber das ist wieder die Angst, Domian. Ich meine, okay, da habe ich halt auch schon mal dran gedacht, um überhaupt von diesem Problem runterzukommen. Ja. Aber das ist halt wieder die Angst, um von irgendwelchen Leuten bekloppt erklärt zu werden. So, ah, der geht in eine Psychiatrie oder dies oder nein, 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 nein. So. Das heißt ja eben auch anonyme Spielsüchtige. Kein Mensch erfährt, dass du da hingehst. Alle, die da hingehen, die betroffen sind, halten den Mund. Das ist wie eine eingeschworene Gemeinschaft. Da dringt überhaupt nichts nach außen. Was man da sagt in der Gruppe, bleibt auch in der Gruppe. Das ist eisernes Gesetz. Und du musst auch nicht rumerzählen, dass du das machst. Ja, ja, klar. Also ich finde es als ersten Schritt auf eine Selbsthilfe, Selbsttherapie eine gute Sache. Mhm. Ich würde dir gerne gleich noch durch meine Psychologin vielleicht eine Telefonnummer, eine Adresse von einer Gruppe in deiner Nähe geben. Das würde ich aber erst als drittes Mittel anwenden. Erstes Mittel Freundin, zweites Mittel Selbstdisziplin, drittes Mittel die anonymen Spielsüchtigen. Mhm. Ja? Mhm. Und dann muss es klappen. Ich bin noch optimistisch, weil du noch relativ frisch dabei bist. Ja, klar. Du legst auf, meine Psychologin, die Elke, ruft dich an und versorgt dich mit der entsprechenden Telefonnummer. Gut, und ich wünsche dir noch alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, Björn, sehr nett. Okay, tschüss. Jo, tschüss. Ihr Lieben, morgen haben wir eine Themennacht. Morgen heißt unser Thema, das hatten wir schon mal, ist mit Bravour gelaufen und ein Thema ist ja nicht erschöpft dadurch, dass man mal mit 10 Leuten maximal drüber geredet. Deshalb machen wir das jetzt nochmal und auch gerne immer wieder. Das Thema heißt heimliche Vorlieben. Und das ist ja immer sehr spannend, wenn man das so hört, was die anderen Menschen so heimlich gerne machen. Zu Hause, unter der Bettdecke oder hinter dem geschlossenen Vorhang oder im geschlossenen Auto oder nachts im Wald oder was auch immer. Also heimliche Vorlieben heißt unser Thema morgen, die ganze Sendung über. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und wie immer geht's los um 1 im Radio, hier auf 1 live und im WDR Fernsehen. Heute freie Themennacht. Jetzt habe ich jemanden am Telefon, die heißt, wie heißt sie? Raquel. Stimmt das? Ja, genau. Raquel. Raquel. Ja. Raquel, 18 Hi. Jahre alt. Guten Morgen. Also, ich bin auch total nervös. Ich habe ganz nasse Hände. Ganz schlimm. Ich habe schon so oft versucht anzurufen. Wow, dann ist das natürlich auch aufregend, wenn man dann dran ist. Ja, ganz schlimm. Verstehe ich. Vor allem, weil es mir sowieso so schlecht geht eigentlich. Mhm. Weil ich bin jetzt 6 Monate mit meinem Freund wieder zusammen. Ja. Und als ich damals, also ich war schon mal mit dem letztes Jahr zusammen, das war auch richtig herbe so, das ist auch ganz schlimm auseinandergegangen damals. Dann bin ich im November ungefähr, so Anfang November wieder mit dem zusammengekommen. Da wusste ich aber auch, dass er noch eine Freundin hatte. Mhm. Da hat er mir aber erzählt, ja, das wäre nicht so einfach mit der Schluss zu machen, weil keine Ahnung, irgendwas mit der Arbeit, wir sind zusammen auf einer Arbeit. Bevor du weitererzählst, sag mir kurz, ihr wart voriges Jahr schon mal zusammen, sagst du. Wie lange? Vorher waren wir ungefähr 4 Monate zusammen. Ach so, ist ja auch schon eine ganz, ganz gute Zeit. Mhm. Ja, also dafür, dass es aber eigentlich recht, der ist ja nicht so lange, so kurz war, weil das eine ziemlich intensive Liebe. Gut. Und für mich persönlich eigentlich auch meine erste richtig große Liebe. Ja. Ich habe vorher keinen so empfunden. Und warum ist das da voriges Jahr auseinandergegangen? Na, weil er mich ständig angelogen hat. Weil ich angelogen habe. Und dann hast du gesagt, nein, ich will nicht mehr. Dann habe ich gesagt, so geht das nicht weiter und bla. Und dann habe ich auch immer richtig Terror gemacht, weil ich mich nicht mehr vertraut habe. Ja. Und dann meinte er so, ich kann so nicht mehr. Ich muss meine Prüfung mit der Arbeit alles schaffen und so. Mhm. Das macht mich so fertig. Ich brauche erstmal Abstand. Ja, und dann waren wir jetzt eine ganze Weile auseinander. So, und jetzt knüpfen wir an, wo ich dich gerade unterbrochen habe. Ja. Also er hatte da wieder eine Freundin. Ja, der hatte dann schon ungefähr so 2 Monate eine Freundin. Und jetzt fing das mit mir wieder an, da habe ich gesagt, ich kann das aber nicht so. Ich will nicht nur eine Geliebte sein, sondern ich möchte halt so deine Freundin wieder sein. Mhm. Ja, möchte ich ja auch, das hat mir auch so gefehlt die ganze Zeit. Aber es ist halt so schwer, mit der Schluss zu machen, ja. Mhm. Dann so Silvester haben wir getrennt verbracht, war ich beim Kollegen, rief er an, ja, wir können jetzt ganz offiziell richtig zusammen sein, weil ich habe mit dir Schluss gemacht. Mhm. Ich habe mich voll gefreut, ne, so endlich mal nach 2 Monaten oder so, nachdem er seinen gebacken bekommen hat. Ja. Ja, und dann habe ich gedacht, wäre auch Schluss, ne, weil er meinte, so er hätte für die gar keine Gefühle mehr, nur freundschaftlich. Er hätte das aber auch in Ruhe mit ihr geklärt, sie wird das auch verstehen. Ja. Ja, und dann habe ich natürlich jetzt alles reingesetzt und war auch super toll die letzten Monate eigentlich. Ja. Und dann habe ich die ganze Zeit irgendwie mal gemerkt, so wenn er hier war, hat das, weiß ich nicht, irgendwie war er komisch, hat sein Auto immer voll versteckt geparkt und so, ne? Mhm. Und wollte das nie öffentlich machen, nur immer bei Leuten, die so
kaum einer kannte, wo sich das kaum rumgesprochen hat. Wir sind nie irgendwie zusammen irgendwo hingegangen, immer alleine. Angeblich hatte er nie Zeit. Wenn er nicht hier war, konnte ich ihn gar nicht erreichen, den ganzen Tag nicht. Ich ahne Böses. Ja, und dann habe ich das die ganze Zeit gespürt, ne? Also, so wie Frauen die Instinkte haben, ne? Ich habe die ganze Zeit, ich so, da ist doch irgendwas, ne? Ich habe rumgeschnüffelt, ich habe sein Portemonnaie einfach geöffnet, geguckt, so, ne? Habe ich nichts gefunden, im Handy nicht, der hat ja alles offen liegen lassen, so, ne? Da habe ich immer gedacht, so, dann kann er ja nichts verheimlichen, wenn er alles so offen liegen lässt, ne? Habe ich immer heimlich reingeguckt, war aber auch nichts. Ja, und dann habe ich die ganze Zeit mal gefragt und gelöchert und nachspioniert irgendwie, ne? Nichts rausbekommen. Immer, nein, ich betrüge dich wirklich nicht, du reichst mir voll und ganz und bla bla bla, ne? Aber hast du dennoch was rausgekriegt? Dann habe ich mir einfach mal gedacht, fährst du mal gucken, wo der immer so zu seinen Kollegen fährt. Bin hinterhergefahren und habe ich so gesehen, wo er immer war. Und einen Tag später bin ich da einfach mal nachts vorbei, also spätabends vorbeigefahren zu dem Kollegen. Ja. Habe ich mal so angeklingelt. Ich sag so, ja, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Ich weiß, dass du mit meinem Freund ziemlich gut befreundet bist. Er guckt mir an, ja, wer ist denn dein Freund? Ich so, ja, halt der und der, ne? Ach, erzähl keinen. Ich so, doch. Er so, ja, warte, dann komm mal rein. Hat er mir einmal erzählt. Er so, ja, der ist doch die ganze Zeit schon mit der Einmal zusammen. Ich so, wie? Ich dachte, die wären auseinander. Er so, nein, die ganze Zeit, die sind ständig hier. Am Wochenende sind die zusammen hier und auch in der Woche sind die öfters hier. Und also, weil der hat die gar nicht mit der Schluss gemacht. Der war die ganze Zeit noch mit der nebenbei zusammen. War das so eine Kneipe oder war das so ein privater Rahmen, wo die sich ja immer getroffen haben? Naja, die haben sich bei ihm, bei dem Kollegen immer getroffen. Bei dem Kollegen, ja. Die haben die zusammen durch DVD und so geguckt, jetzt, ne? Jetzt ist die ganze Zeit während der letzten fünf Monate, kann man ja sagen, vier Monate ungefähr, wenn ihr seit Silvester zusammen wart, hat er eine Doppelbeziehung gehabt. Die ganze Zeit. Hast du ihn jetzt zur Rede gestellt? Ja, natürlich. Und, was sagt er? Ich habe die ganze Zeit, ich habe mit all seinen Freunden gesprochen. Mit der besten Freundin von der anderen Freundin, also von der, seiner anderen Perle, ne? Und die meinte auch, die hat das wohl die ganze Zeit schon immer gemerkt, dass es da noch eine andere geben muss. Ach so, die war sich auch nicht ganz sicher. Nein, die hat das schon irgendwie gemerkt, weil er war mehr hier als bei ihr. Wie hast du das denn rausgekriegt, wer das ist überhaupt? Oder, das wusste ich ja, die haben ja den Namen gesagt. Die haben den Namen gesagt, ja. Ja, und das war ja die, von der er mir damals ja auch erzählt hatte. Du kennst sie auch vom Sehen? Ja, ich habe die ein paar Mal so auf Fäden gesehen. Ne? Ja, und dann hat die beste Freundin mir gesagt, ja, die hat das so gemerkt, weil er hat immer einen Ring von mir getragen. Habt ihr beiden Mädels euch denn auch schon mal kurz geschlossen mittlerweile? Ja, klar. Dann habe ich, das war Ostermontag, glaube ich, oder einen Tag später, haben wir das so gemacht. Dann bin ich zu dem Kollegen wieder hingefahren mit den ganzen Leuten, die das jetzt schon wussten, habe mich im anderen Zimmer versteckt und die haben die beiden dahin gelotst. Ja. Die waren nämlich beide an dem Tag so in der Nähe, dann sind die einfach mal vorbeigefahren, waren die erstmal quatschen im Wohnzimmer und dann hat der so an der Tür geklopft, ein Kollege, und meinte, ja, komm mal raus. Habe ich mich da hingesetzt im Wohnzimmer, boah, mein Freund mich angeguckt, ne? Ganz große Augen. Oh, also, was machst du hier? Ja. Ich so, guck mal, irgendwann kommt alles raus. Er so, ja, wunderbar, komm mal bitte kurz draußen reden. Ich so, klar. Sind so rausgegangen. Und ja, kurz waren wir draußen, kam die Perle sofort hinterher. Siehst du, dann stimmt das also doch. Und du hast dich die ganze Zeit abgestritten und machst dir da voll den Terror, ne? Und er dann so, geh rein jetzt. Du hast damit überhaupt nichts zu tun, verpiss dich. Hat die richtig angeschrien, ne? Und ich so, ich bin auch dafür, dass die hier dabei bleibt, so, weil es geht uns alle drei was an. Ja, und dann hat er sie aber voll beschimpft und meinte, geh jetzt rein, ich will nicht mit dir reden. Und also großer dramatischer Zusammenprall. Wie ist der Stand der Dinge jetzt, aktuell, heute? Ja, wir sind jetzt noch zusammen. Und er hat sich von der Perle getrennt? Er hat mit ihr wohl Schluss gemacht. Oder beziehungsweise hat so gedreht, dass sie dann Schluss gemacht haben. Aber Raquel, wie kannst du mit ihm jetzt ganz entspannt zusammen sein? Kann ich ja nicht. Nee, das kannst du eigentlich auch nicht. Schlimm. Weil er dich ja vier Monate wirklich hintergangen hat. Ja, ne? Und wenn einmal jemand sowas tut, hat man ja die Vermutung, das kann der auch bald wieder tun. Ja, oder in einem anderen Lebensbereich irgendwas anders machen. Ja, also er hat zwar nicht besonders oft mit ihr geschlafen, das hat sie mir auch erzählt. Ich glaube zweimal oder so. Ja, ist ja aber egal. Trotzdem, allein, dass er mich die ganze Zeit angelogen hat, ne? Aber warum bist du jetzt dann mit ihm noch zusammen? Weiß ich nicht, ich liebe den so sehr, ganz schlimm. Gab es denn so einen Moment, wo du gesagt hättest wollen, Schluss aus, ich will nicht mehr? Die ganze Zeit, ich würde so gerne sagen, ich will nicht mehr, Schluss, geh und ich will ihn nicht mehr sehen. Eigentlich hat er das nicht verdient, dass du noch mit ihm zusammen bist. Ja, ich weiß, das fangen ja alle. Die leiden alle hier mit. Nur er hat angeblich mit dir Schluss gemacht, seine Kollegen sagen das auch, so die, mit denen ist er ja natürlich jetzt nicht mehr so befreundet. Wie will er das denn jetzt wieder gut machen? Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie legt er da nicht besonders viel Wert mehr drauf. So die letzten Tage hat er sich schon ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber das könnte auch schnell wieder abklingen und nach ein paar Wochen ist wieder alles so wie immer. Ja, wer weiß. Guck mal, ich war gestern Nacht war ich bei ihm. Dann der hat so ein komisches Häuschen, da kannst du so runtergehen und dann kannst du an sein Fenster richtig gucken. Er hat zwar die Rollos runter, aber ich konnte durch die Rollos gucken. Weil ich habe den ganzen Tag versucht, den anzurufen, der ist nicht drangegangen, ne? Und dann habe ich mir gedacht, fährst einfach mal zu Hause vorbei, ob der zu Hause war. Ja, dann war er die ganze Zeit am Telefonieren, habe ich gesehen, dann gucke ich so, dann stand ihr Foto noch auf dem Regal. Also ich sag dir mal, ich finde, dass du da jetzt zu gutherzig oder zu weich mit umgehst.
Ich finde, der Bursche, der braucht eine Abreibung, aber eine gehörige. Und wenn du es nur als Warnschuss machen solltest, solltest du dich für eine Weile von ihm trennen. Du machst ihm das zu leicht und zu einfach alles. Und letztendlich weißt du, was da übrig bleibt bei dem, an Eindruck, mit der kann ich es ja machen. Und das ist nicht gut. Weiß er ja auch, dass er das machen kann. Ja, aber das ist doch schlecht. Damit, ja, damit machst du ja eure eventuelle Zukunft, falls es eine geben sollte, eigentlich schon kaputt. Der muss richtig jetzt auf Knien flehen. Sei wieder gut und ich will es gut machen. So muss der reden. Und entzieh dich dem Ganzen ein bisschen. Ja, wir haben ja, meine Mama hilft mir ja schon ganz extrem. Ja. Ne? Die versteht sich ja auch sehr gut mit ihm und sie textet immer so hintenrum, textet sie ihn dann an und versucht ihn rauszuquetschen und so. Ne? Ja. Na, ich glaube, am allerbesten wäre, wenn du jetzt einfach mal sagst, pass mal auf, ich bin dafür, dass wir jetzt mal eine Pause einlegen. Ja, ja. Du hast mich so haben wir jetzt auch so vor. Die nächsten Tage sehen wir uns sowieso komplett gar nicht erstmal. Ja, nicht nur ein paar Tage, auch ein bisschen länger. Ja, ja. Und du hast mich verletzt, du hast schlimme Sachen mit mir gemacht. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, um wieder ein bisschen zu mir zu kommen. Und dann mal abwarten, was er macht. Ob er wirklich glaubhaft sich so verhält dir gegenüber, dass das nochmal eine neue Chance haben sollte. Ja, aber ich weiß nicht, ich bin wirklich krankhaft eifersüchtig, ne? Und dadurch ist das ja noch viel schlimmer, dass er das jetzt gemacht hat. Mhm. Ich fahre ihm wirklich hinterher. Ja, aber du machst dich lächerlich damit, Raquel. Ja, ich weiß. Du machst dich lächerlich. Das Einzige, was du im Moment richtig tun kannst, um auch wieder Respekt bei ihm zu bewirken, ist, nimm dich zurück. Geh einen Schritt zurück. Lauf dem nicht hinterher. Spioniere nicht nach. Wenn der dir jetzt wegläuft, dann war das aber auch wirklich nicht zwischen euch beiden. Ja. Der kann jetzt beweisen, ob und dass der dich wirklich liebt. Aber du musst dich zurücknehmen. Du musst souveräner sein. Du zappelst da ja rum. Du bist ja völlig wibbelig. Ja, sicher. Macht mich total kaputt. Ja, aber da schmunzelt er vielleicht innerlich drüber. Oder auf jeden Fall empfindet er keinen Respekt dir gegenüber. Und das ist sowieso nicht. Ja, aber das ist doch ein schlimmer Satz, wenn du sagst, sowieso nicht. Nee, das merkt man ja, wie er mit dir umgeht. Ja. Nur, also mich innerlich plagt die ganze Zeit halt, ne, dieses, ist er jetzt vielleicht doch noch mit ihr zusammen? Weil wenn das Foto auf einmal dann immer noch da steht, ne, von ihr. Ja, also ich sag's nochmal, Rückzug. Mhm. Rückzug, Kopf hoch, mit Würde und mit Stolz. Und dann soll der junge Freund mal gucken, wie er sich wieder um dich bemüht und wie er um dich kämpft. Und dann lass ihn mal zappeln ein bisschen. Hm. Ja? Meinst du, das wird grad? Ich weiß es nicht. Und wenn es nichts wird, dann ist es der Beweis, dass er wirklich nicht der Richtige für dich ist. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass du wieder gut dastehst. Und im Moment stehst du nicht gut da. Hm. Ja? So, meine Liebe, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Dirk, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Dirk. Du klingst ja mit schwerer Stimme. Ja. Was ist los? Ja, es geht um Folgendes. Also aus den Nachrichten und aus dem Fernsehen weiß man ja, dass momentan diese schlimme Krankheit SARS im Umlauf ist. Mhm. Und bei mir in der Familie ist jemand betroffen, und zwar meine Schwester. Hier in Deutschland? Nein, in Kanada liegt sie zurzeit. Ach. Und zwar Folgendes, mein Schwager und meine Schwester, die sind nach Kanada geflogen. Mhm. Das war eine Nacht vom Montag auf Dienstag, der 8.4. Ach, die leben gar nicht in Kanada? Nein, die leben nicht in Kanada. Die waren zu Besuch, und zwar der Cousin von meinem Schwager. Der ist dort in Toronto Rechtsanwalt und ist halt beruflich dort hinten. Und die Schwester hat sich bei dem Besuch angesteckt dort? Also wir selber, bei uns in der Familie, wir wissen es noch nicht. Es ist der Verdacht nur, ich verstehe nicht, wenn der Verdacht nur ist, warum sie dann nicht raus darf. Naja, wenn der Verdacht da ist, dann machen die natürlich alles, unternehmen die alles, um sie abzuschotten, falls es sich dann bewahrheitet, dass dann nicht noch weiteres passiert. Wie ist denn ihr Zustand im Moment? Also ihr geht's nicht so gut. Sie hat Fieber, ständig zwischen 38 und 40 Grad schwankend. Mhm. Wir dürfen selber, das verstehe ich auch nicht, wir dürfen höchstens alle 3 Tage, wir rufen jeden Tag dort an, beziehungsweise die Eltern. Ja. Ich bin berufstätig und kam jetzt von 2 Tagen von der Montage wieder und habe das auch erst am Samstagabend erfahren. Ja. Die wollten am 20.04. halt zurückfliegen, war in Toronto am Flughafen. So, dann hat sie halt diese Kontrolle mitgemacht. Mhm. Dort ist irgend so, ich weiß nicht, ob da Ärzte sitzen oder vom Zoll halt die Leute. Mhm.
auf jeden Fall wurde der Verdacht, weil sie so bleich war und auch gehustet hat, sollte sie dann halt mit in Untersuchung kommen. Am Flughafen hat man das bemerkt? Am Flughafen. Ich meine, sie hat das vorher schon bemerkt und sie ging davon aus, so wie der Schwager sagte, dass sie halt eine Bronchitis hat oder halt einen Schnupfen, Husten oder Magen-Darm-Grippe. Das hast du gerade gesagt, dass es ihr im Moment nicht so gut geht, weil die Fieberschwankungen auch extrem sind. Könnt ihr denn jeden Tag mit ihr telefonieren zum Beispiel? Nein. Warum das nicht? Das weiß ich selber nicht. Der Schwager, der kam, die wurden beide irgendwie untersucht am Flughafen. Mhm. Sie wurde sofort irgendwie nach Quebec oder Quebec, wie das heißt. Quebec heißt das. Mhm. Ja, das ist eine Universitätsklinik für Tropenforschung. Wurde sie hingebracht. Der Schwager durfte fliegen. Ja. Der durfte also 2 Tage später nach Deutschland reisen. Ach, der ist jetzt auch wieder hier? Der ist hier. Mhm. Wir sind wohnhaft in Köln. Mhm. Und er hat ein Schreiben gekriegt, sollte sich umgehend beim Arzt halt, sollte dort einen Besuch abstatten. Wurde vom Arzt nach Berlin, da ist glaube ich auch ein Tropeninstitut, wurde nach dort verwiesen. Dort hat man diese Symptome nicht festgestellt. Also er ist gesund. Jetzt ist aber seine Frau, deine Schwester, liegt in Kanada. Man weiß es immer noch nicht, ob sie SARS hat oder ob sie es nicht hat. Wann weiß man das denn? Wie lange dauert das denn, bis das raus ist? Die haben einen vorläufigen Test gemacht, der dauert 48 Stunden, wo man dran die Symptome erkennen kann. Mhm. So, bei ihm sind sie nicht aufgetreten, bei ihr ja. Dann hat man sie halt in diese Universitätsklinik eingeliefert. Mhm. Und dort wird halt, man sagt, 8 bis 10 Tage dauert das, bis man genau weiß, ob es SARS ist. Wann sind diese 8 bis 10 Tage jetzt rum? Ich habe jetzt das nicht... Das wäre also morgen, übermorgen. Sagen wir mal, wir haben ja jetzt schon, das wäre heute oder morgen, wo eigentlich dieses richtige Endergebnis kommen müsste. Ich könnte mir vorstellen, dass es deiner Schwester sehr schlimm zumute ist, ganz alleine jetzt in Kanada, mit eventuell einer sehr schweren Erkrankung. Überlegt ihr denn jetzt auch egal... Wie die endgültige Diagnose ist, wieder runterzufliegen, dass jemand aus der Familie sie besucht und betreut, zumindest in ihrer Nähe ist, zumindest, dass sie es spürt. Ganz in der Nähe kann man dann ja nicht sein. Man darf also wohl wahrscheinlich im Krankenhaus dort rein in dieser Klinik, nur auf der Station, so wie der Schwager sagte, sind da 2 Stationen, die haben sie halt abgeschirmt, wo wirklich nur diese Professoren rein dürfen. Ja. Und wir selber verstehen noch nicht, wir rufen jeden Tag an. Also wir haben bis jetzt erst 2-mal Kontakt gehabt, telefonisch mit ihr zu sprechen. Was sagt sie denn? Ja, es geht ja also, auf Deutsch gesagt, richtig beschissen. Sie hat in der Lunge Schmerzen, sie liegt am Tropf, vermutet, dass sie halt Antibiotika kriegt, wodurch sie auch sehr schlapp ist. Darf selber nicht raus vom Zimmer, sie ist also auf dem Einzelzimmer. Ja. Dort liegt sie auch unter so eine Plane, so ich weiß nicht, ob man Sauerstoffzelle dazu sagt oder so. Ja, kann sein. Auf jeden Fall unter so eine Plane liegt sie, ist am Röcheln und kriegt halt Antibiotika, schätze ich mal. Und für euch ist es natürlich der Horror, ihr seid so weit weg, 1000 von Kilometern entfernt und wisst eben nicht genau, was los ist. Also, jetzt kann man ja nur erstmal alle Daumen drücken, dass sich dieser Verdacht nicht bewahrheitet. Und ihr erfahrt es ja hoffentlich dann in den nächsten Tagen. Das hoffen wir. So, und wenn sich der Verdacht bewahrheitet, hoffen wir auch, sie ist in Kanada, das ist ein medizinisch gut versorgtes Land, dass man jetzt, und sie ist früh versorgt worden dann auch, dass man alles Mögliche tut, dass sie doch wieder stabilisiert wird. Ja, man hat halt nur Bange, weil man kannte das bisher nur aus dem Fernsehen. Ja, natürlich, wenn man dann betroffen ist, ist das was ganz anderes, als wenn man ständig im Fernsehen die Nachrichten sieht. Ne? Ja, und man hat halt nur von den asiatischen Kontinent halt, speziell Peking gehört. Und wir haben uns auch nicht vorgestellt, dass das halt in Kanada auch so ist. Nee, und man stellt sich auch nicht vor, dass man selbst irgendwie oder die eigene Familie betroffen ist von sowas. Ne? Es ist immer so weit weg, wenn man das im Fernsehen sieht, in den Nachrichten. Und dann plötzlich ist man betroffen. Lieber Dirk, ich wünsche dir, deiner Familie von Herzen, dass es nicht diese schwere Erkrankung ist. Sollte es diese schwere Erkrankung sein, wünsche ich von Herzen, dass deine Schwester es schafft und dass sie wieder gesund wird und dass man ihr wird helfen können. Von ganzem Herzen alles Gute. Ich danke, Domian. Tschüss, Dirk. Und schönen Gruß auch an deinen Schwager. Ja, werde ich machen. Auf Wiederhören. Wiederhören.
0800 220 5050, unsere Telefonnummer, kostenfrei für euch. Und die Faxnummer 0800 220 5051. Morgen Nacht heißt unser Thema heimliche Vorlieben. Eine Stunde lang möchte ich mich gerne mit euch über eure Heimlichkeiten unterhalten. Was ihr so, was ihr so gerne macht, wofür ihr euch vielleicht ein bisschen schämt, was euch peinlich ist, aber was euch doch sehr, sehr viel Spaß macht. Heimliche Vorlieben. Thema morgen bei uns. Katrin, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Katrin. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Um mir geht es um meine Cousine. Die ist vor knapp 2 Jahren gestorben und ich denke, das war Mord. Warum denkst du das? Sie hatte einen Freund, der war auch heroinsüchtig und alkoholsüchtig. Mhm. Und sie hat dadurch halt auch angefangen zu kiffen. Ja. Und sie hat halt auch immer gesagt, sie nimmt kein Heroin. Mhm. Und dann war das vor 2 Jahren im Mai, irgendwie kamen meine Eltern rein und meinten so, ja, deine Cousine ist halt an Heroin gestorben. Mhm. Wie alt war deine Cousine vor 2 Jahren? 16. 16, mhm. Also in deinem Alter? Ja. Mhm. Woher glaubst du jetzt, woher kommt jetzt diese starke Vermutung, dass sie nicht normal verstorben ist? Weil sie mir halt auch kurze Zeit noch vorher gesagt hat, dass er sie nach Hamburg schicken möchte, auf den Strich. Mhm. Und dass sie halt auch Angst hatte vor ihm. Und mit daher denke ich das mal. Wie stellst du diesen Mord genau vor? Ich weiß es nicht. Die Eltern sagen, sie ist an Heroin verstorben, an einer Überdosis. Ja. Du hast aber gerade gesagt, dass sie erzählt hat, dass sie kein Heroin nimmt. Ja. Vermutest du, dass man ihr das gespritzt hat? Ja, der Freund, weil der war ja heroinsüchtig. Mhm. Und sie wusste auch gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. Ist das jetzt so ein dein individueller Verdacht oder gab es da auch eine polizeiliche Ermittlung und denken andere Leute das auch? Mein Verdacht. Ist dein Verdacht. Hast du den denn mal in der Familie zum Beispiel geäußert? Nein. Warum nicht? Weil ich glaube, dass mir sowieso keiner glaubt, weil zu dem Zeitpunkt, irgendwie, wo sie noch am Leben war, war ich die einzige Person, die halt alles wusste von ihrem Freund. Also sie hat auch verschwiegen, wie alt er war und wie er hieß und dass er alkoholsüchtig ist und heroinsüchtig ist. Und ich war halt die Einzige, die davon wusste. Mhm. Aber lag das denn nicht nahe, dass du dann damals, vor 2 Jahren, als du von dem Tod erfahren hast, sofort hättest Alarm schlagen müssen? Und ich war erst geschockt in der Situation. Ja, klar. Und da habe ich auch gar nicht weiter so drüber nachgedacht. Und jetzt geht dein Gewissen in dir um. Und ja. Du denkst, machst du dir einen Vorwurf, dass du nichts gesagt hast? Mache ich mir. Mhm. Ich meine, man kann das ja heute auch noch machen. Es ist zwar alles komplizierter und schwieriger, aber es sind 2 Jahre vergangen. Wenn du so einen konkreten Verdacht hast, weißt du überhaupt, was aus diesem Freund geworden ist, wo der ist? Der hat sich 2 Wochen später auch umgebracht. Ach, der hat sich auch umgebracht. Dann würde ja eine polizeiliche Ermittlung sowieso gar nicht erst begonnen werden. Genau. Mhm. Also eine ganz tragische ein ganz tragischer Umstand und eine tragische Geschichte. Ja. Machst du dir denn auch Vorwürfe darüber hinaus, dass du nicht genügend zu deiner Cousine gestanden hast und ihr geholfen hast damals? Ja. Ich denke, wenn ich damals gehandelt hätte und einen Erwachsenen eingeschaltet hätte, über das, was ich weiß, könnte sie noch am Leben sein. Ja. Hm. Wie lange vorher wusstest du das, bevor es dann passiert ist, dass da vieles im Argen ist? Also ich wusste schon von Anfang ihrer Beziehung. Die waren schon 1,5 Jahre vorher noch zusammen. Und du warst so die einzige Eingeweihte und Vertraute? Ja. Sonst wusste niemand was Näheres? Nee. Hm. Warum hast du es damals nicht gemacht? Wolltest du sie nicht verraten? War das so eine Loyalität auch, dass du dachtest, das kann ich nicht machen? Sie verpetzen quasi? Ja, das war das Erste. Und das Zweite, sie hat mir halt immer nur versichert, dass sie nur kiffen würde. Mhm. Und dass sie von Spritzen die Finger lassen würde und Heroin und wie schlimm das wäre. Und ich habe ihr halt vertraut. Mhm. Also geht der Selbstvorwurf jetzt in die Richtung, gar nicht mal, ob sie jetzt ermordet wurde oder nicht, sondern Katrin hätte vielleicht verhindern können, dass sie irgendwie an Heroin kommt. Ja. Ich hätte auch verhindern können, dass sie noch näher und weiter mit diesem Typ zusammen bleibt. Genau. Unter Umständen. Ja, das kann man vielleicht so sehen, Katrin, aber vielleicht auch nicht.
Und wenn man sich wiederum, guck mal, du warst ja erst 15 quasi, ne? Ja, ne? Als das so alles lief. Ich meine, in dem Alter, das wäre jetzt auch eine hohe Anforderung, wenn man da schon alles so klug überblickt und dann so ganz schlau entscheidet, wie man das vielleicht mit 18 oder 20 oder noch älter machen könnte. Ich finde es sehr schwer und ich kann das verstehen, dass du schlechtes Gewissen hast. Einerseits. Andererseits glaube ich, dass du auch außerstande gewesen bist in dem Alter, da großartig die Weichen umzustellen. Ja, du hättest es einem Erwachsenen sagen können, ja, aber du hast es auch aus bestimmten Gründen nicht gesagt, wie du es gerade erklärt hast, die ja auch überzeugend sind. Das war deine Freundin. Deine Freundin hat dir das so erzählt und du hast es geglaubt. Und du wolltest deine Freundin auch nicht verraten. Das ist ja auch eine ehrenwerte Sache. Ja. Hast du jetzt im Nachhinein mit irgendjemandem mal über diese Gewissensbisse und Konflikte gesprochen, außer mit mir jetzt? Also ich habe einen Teil mit meiner besten Freundin drüber gesprochen. Mhm. Aber so extrem, also mit keinem. Was meint denn die beste Freundin dazu? Also sie versteht es wahrscheinlich auch, dass ich mir Vorwürfe mache, aber sie meinte halt, es ist Vergangenheit und ich soll nicht mehr so viel drüber nachdenken, ich kann sie eh nicht mehr zum Leben zurückholen. Mhm. Gut, das stimmt natürlich, aber ich finde noch wichtiger die Überlegung, dass du damals in deiner Situation vielleicht gar nicht anders handeln konntest, als du gehandelt hast, weil die Lage so war, wie sie war. Und verständlicherweise auch nachvollziehbar. Ist für mich jetzt auch nachvollziehbar, wenn du sagst, ich wollte damals nichts sagen. Und wenn man sich das so vor Augen führt und sich da hineinversetzt, kann einem das so ein bisschen helfen, von dem schlechten Gewissen runterzukommen. Denn du wusstest ja damals noch nicht das, was du heute weißt. Heute ist es leicht, so zu urteilen darüber. Du wusstest es ja nicht. Du warst ja auch unsicher. Warst du, ne? Mhm. Ja, klar. Insofern entschuldigt das auch das Verhalten, Katrin, wirklich. Ich will jetzt keinen Honig um die Nase schmieren. Ich finde das wirklich ernst, was ich sage. Ich finde überhaupt nicht eindeutig, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst. Du warst auch überfordert mit der Situation, Mensch. 14 Jahre, 15 Jahre und dann sowas, so ein Ding da an der Backe zu haben. Aber es ist schwer, ist mir klar, ist schwer. Wird dich schwer. Immer wieder begleiten auch. Es kommt wahrscheinlich auch immer wieder hoch, der Gedanke, oder du träumst vielleicht mal davon oder wie auch immer. Ja, ich denke oft dran. Ja. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin noch sprichst. Ja. Vielleicht gibt es ja auch noch einen psychologischen Trick, den sie dir erklären kann, wie du vielleicht ein bisschen besser noch damit zurande kommst. Die Psychologin heißt Elke. Okay. Du legst auf, Elke ruft dich an, Katrin. Okay, danke schön. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Marina. Marina. Hier ist noch nicht Marina. Nee. Hallo Domian. Ja, ich lese hier. Marina 24 und Mark 30. Du bist also Mark 30. Ganz genau, richtig. Aber da ist Marina auch bei dir um die Ecke. Die sitzt gerade neben mir. Die sitzt ja neben dir. Richtig. Und ihr müsst das Telefon immer hin und her geben. Wir haben auch hier eine Freisprechmöglichkeit. Ja gut, dann machen wir das doch mal. Versuchen wir mal. Wenn es nicht piepst, dann versuchen wir es mal. Alles klar. Hallo Marina. Hallo. Es geht. Es ist halt so ein bisschen, aber ich glaube, es geht. Schön. Um was geht's denn bei euch? Ja, da wurde ja gerade gesagt, dass es bei uns spukt. Wobei von Spuken ist nicht unbedingt die Rede. Halt, Marc, ich kriege gerade einen bösen Hinweis aus der Regie. Das geht doch nicht. Das klingt im Radio und Fernsehen nicht gut. Wir müssen doch einzeln miteinander reden. Schaltet mal eure Anlage aus. Okay, teilen wir nochmal. Ja, genau, so geht's besser. So ist besser, ja? Alles klar. Aber ich habe schon verstanden, es spukt bei euch. Ja, es wurde gerade so als Spuk benannt, aber ich sag mal, Spuk nenne ich es nicht unbedingt, ich bin Realist. Ja. Und mir ist es gestern einfach aufgefallen, dass da doch was Wahres dran ist. Erzähl. Und zwar habe ich gestern vorm Rechner gesessen, wie man es dann so abends noch macht. Ja. Internet ein bisschen rumgesurft, die Wohnung war absolut ruhig. Ja. Und auf einmal geht eine Kette, die wir in der Küche aufgehangen haben, als wenn einer gegengeschlagen hätte. Eine Kette? Ja, ich sag mal, so eine Herzchenkette. Man ist ja romantisch. Die habt ihr in der Küche aufgehängt? Die haben wir in der Küche aufgehangen, am Türpfosten. Ja. Und die hängt eigentlich, auch wenn ein Fenster mal auf ist, die rappelt nicht. Also aber die Fenster waren zu. Also das heißt ja, also eine Halskette mit einem Herzchen. Mit einem Herzchen. Wie eine Halskette, richtig. Mit einem Herzchen. Da sind mehrere Herzchen dran. Ja. Jedenfalls diese Kette hatte sich bewegt, als wenn einer gegengeschlagen hätte.
da Marina mir das öfter noch erzählt hatte, dass ihr komische Dinge hier in der Wohnung passiert sind. Spontane Idee meinerseits, da war ein Luftzug. Ja, war auch meine Idee, ja. Weil ich bin Realist. Ja. Ich geguckt, bei mir im Zimmer, wo ich den Rechner stehen habe, Fenster zu. Wohnzimmer, Fenster zu. Küche, Fenster zu. Also kein Durchzug, gar kein Fenster auf. Gibt's eine Katze? Nein. Nein. Gibt's einen Wellensittich? Auch nicht. War auch meine Idee, ja. Dass eventuell der Hund rangegangen wäre. Ja, der Hund. Der lag neben mir. Der lag neben dir. Der lag neben mir. Und in diesem Moment, wo auch diese Kette ging, guckte er auch mal wieder verängstigt. Ich wollte gerade sagen, man sagt nach, meine alten Tanten, Gott möge sie selig haben, haben mir immer gesagt, wenn es spukt, die Tiere merken das. Richtig. Die Hunde merken. Marina nickt gerade, das siehst du ja nicht. Ja. So, also der Hund war ganz, ganz wibbelig. Ganz wibbelig, richtig, ganz genau. Also er hat sich aufgerichtet, hat also Richtung Küche geguckt. Ja. Und hat also auch dann diesen Blick drauf, den er also, ich sag mal, in den letzten Tagen des Öfteren hatte. Weil es ist in den letzten Tagen häufiger vorgekommen, jetzt nicht bei mir, sondern eher bei Marina. Deswegen gebe ich jetzt gleich mal rüber. Das ist ein guter Vorschlag. Gib sie mir mal, dann kann sie das erzählen. Geh mal rüber, ne? Ja. Ciao. Hi. So, Marina, jetzt aber richtig, so von Ohr zu Ohr. Ja, genau. Was ist denn dir widerfahren in der Wohnung? Also mir passiert das zum Beispiel, dass ich im Badezimmer bin und dann rollt sich die Toilettenpapierrolle von selber ab. Nein. Obwohl das eigentlich nicht möglich ist. Nee, das ist wirklich nicht möglich. Nee, aber doch, ist möglich. Ja, Moment, also, das ist doch irre. Du sitzt in der Badewanne. Nee, oder ich wasche mir vielleicht auch nur die Hände oder sonst irgendwas. Und dann rollt diese Rolle ganz alleine sich runter. Die rollt von ganz alleine, rollt die sich. Das ist doch Horror. Ja, sicher. Also, aber das ist nicht so, dass ich Angst dabei habe. Ich habe die Höllenangst, wenn ich still in meinem Badezimmer stehen würde und die Rolle würde sich abrollen. Da wäre ich aber schnell aus dem Badezimmer wieder raus. Also toll ist das nicht wirklich, aber das ist jetzt schon öfter passiert mit dem Toilettenpapier zum Beispiel oder Handtücher, die richtig aufgehangen sind. Die fallen dann so von dem Handtuchhalter runter, als wenn jemand langsam daran zieht. Also man sieht richtig, das ist nicht dieses plumpe Runterfallen, sondern dieses ganz langsame, als wenn ich da so jetzt dran ziehen würde. Ja, Moment, aber das Handtuch hängt ja an so einer Schlaufe. Nein, das hängt über so einem, über so einer Stange. Über so einer Stange, achso, ja. Ich verstehe. Mhm. Und dann richtig so, dass es eigentlich von alleine nicht runterfallen kann. Also beide Seiten sind gleich lang an der Seite. Und dann sieht es so aus, als würde unten ein kleines Männchen dran ziehen. Genau, so sieht das aus. Was noch? Das ist das Einzige, was ich hier so beobachtet habe. Aber ich habe dann auch so das Gefühl, dass hier irgendwas ist. Also ich kann nicht sagen, was, aber irgendwas sitzt mir hier im Nacken. Marina, ich bin... Was sagt er? Das ist aber jetzt nicht nur in dieser Wohnung, sondern das habe ich schon, seitdem ich alleine wohne. Und da sind noch viel schlimmere Sachen passiert. Und Das heißt also, es könnte sein, dass du das anziehst, dass es mit dir zu tun hat. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie, das hört sich jetzt blöd an, aber ich habe das Gefühl, dass ich von jeder Wohnung, egal wohin ich ziehe, dass ich immer irgendwas mitnehme. Mhm. Immer dieses Etwas, was dann irgendwelche komischen Sachen hier macht. Also ich bleibe nochmal bei dem Beispiel mit der Klorolle. Ja. Dieses würde mich, ehrlich, das würde mich jetzt in eine existenzielle Krise stürzen. Ich sitze still in meiner Badewanne und die Klorolle rollt sich ganz, ganz von alleine, eine dicke Klorolle, die sich nie von alleine nach unten rollen könnte, würde sich rollen. Mhm. Wäre ich psychisch am Ende, ehrlich. Ich wundere mich, dass du das so ganz locker erzählst, die Klorolle. Oder spielt Marc dir einen Scherz und da ist ein kleiner Elektromotor reingebaut? Nee, das ist kein Scherz. Aber ich gucke mir das an und ich denke dann auch, ja, jetzt geht das schon wieder los. Weil ich, also seit ich 18 bin, wohne ich alleine oder habe immer in eigenen Wohnungen gelebt. Und ja, irgendwie bin ich da schon, ich sag mal, so gewohnt. Gib mir mal bitte kurz den Marc nochmal. Ja. Ja, das hört sich ja nur sehr gruselig an, Marc. Wie stehst du denn dazu? Du hast es einmal klickern hören, das ist ja noch nicht so schlimm, aber mit der Klorolle, das beeindruckt mich ja schon sehr. Ja, aber was mich beeindruckt ist, hier unser Hund, den ich also mitgebracht habe. Ja. Das ist also ein Brecher von Hund und der hat eigentlich vor nichts Angst. Mhm. Und jetzt die letzten Tage ist der immer oft an unserer Seite. Also er ist normalerweise auch so ein Einzelgänger, er legt sich gerne mal im Flur oder so, wo wir da nicht sind. Das macht er also nicht mehr. Mhm. Heute zum Beispiel ist mir aufgefallen selber auch, dass er sehr ängstlich auch gen Badezimmer schaut oder auch nicht in die Küche reinkommt. Ist egal, womit man den lockt. Wenn man dem Hund ein Stück Wurst hinhält, dann kommt der Hund eigentlich, wenn man ihn ruft. Der kommt nicht. Der kommt definitiv nicht. Also diese Vorgänge passieren hauptsächlich im Badezimmer und in der Küche?
Badezimmer, Küche und hinterer Flurbereich. Und hinterer Flurbereich. Jetzt bin ich ganz traurig, dass die Sendung gleich vorbei ist. Wir können das gar nicht weiter erörtern. Mhm. Vielleicht sollten wir das nochmal aufgreifen. Ich rede gleich mal mit meiner Redaktion. Gerne. Denn es klingt ja wirklich relativ mysteriös. Und und ihr erzählt das sehr glaubwürdig und dann steht mir ja vor einem Rätsel. Stehen wir auch, weil ich vor allen Dingen, ich bin Realist und ja. Ich sehe die ganzen Sachen eigentlich nicht so. Ich habe also auch gedacht, die erzählen ich spreche mal ab, ne? Wir bleiben am Ball. Wir rufen euch nochmal an und besprechen das nochmal genauer. Ja, gerne. Jetzt erstmal Tschüss und schönen Gruß an Marina nochmal. Alles klar. Bye, bye. Gute Nacht, bye. In der Technik, Gudrun Hausen. Morgen heißt unser Thema heimliche Vorlieben. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen.